Willkommen zurück, meine Freunde, zu Dreamfall. Es geht weiter, nachdem Orden des Drachen auf dem Kanal abgeschlossen wurde. Kümmern wir uns jetzt hier um die liebe Zoe. Wir waren gerade frisch dabei, den Datendiebstahl fertig zu machen. Und einen Weg in die Lüftungsturme zu suchen. Und wir hatten hier gerade alle Türme abgeschlossen, so in diesem Bereich. Den da, glaube ich, hatten wir auch noch gegrabt. Und dann haben wir hier alles gegrabt und angeguckt. Und dann fehlen jetzt noch die drei letzten Türme. Hier hat er eine Luke geklemmt und wir haben den Stift rausgeholt. Und da oben, glaube ich, war die ganze Sache mit... wie war das hier? Der Schniffer. Genau. Geh zu. Und zwar da oben war das, oder? Genau, das sieht gut aus. Aber um da oben hinzukommen, musste man irgendwie einen anderen Weg. Oder war das die... Ich habe noch nicht alles getestet. Die Wahlwerbung wahrscheinlich nicht, oder? Nela ist die einzige Marxistin, die ich kenne. Sie besitzt so viel Energie und Hingabe wie ein ganzer Wohnblock. Und trotzdem nur eine Stimme. Yay! So. Wir... Ich weiß leider nicht mehr... Ich glaube, man ist da auch hochgekommen, indem man zum... indem man zum... Vom Psychologen aus muss man laufen. So viel weiß ich noch. Aber bevor wir das machen, ich will mich erstmal so... eins nach dem nächsten... mich um die Sachen kümmern. Möchte ich zuerst hier rüberlaufen. Jetzt waren wir hier. Jetzt will ich hier rüberlaufen. Und dann... die letzten zwei, drei Lüftungstürme machen. Sodass wir halt wirklich alles kassiert haben und dann mit allem bereit sind. Und dann direkt danach loslegen können. Wie sieht's hier aus? Okay. Aber ansonsten ist hier unten... Ups. Nichts drin. Keine Markierung und gar nichts. Okay. Oh, das war das hier. Ah ja, genau. Okay, dann muss ich tatsächlich... Und hier weiter unten waren wir schon, soweit ich weiß. Das nächste auf dieser Strecke müsste ich dann wieder gehabt haben. Das war genau da hinten. Da sieht man schon, der Turm ist da in Betrieb. Genau, ich kann mich erinnern. Okay, dann den hier musste ich so oder so einsammeln. Das ist in Ordnung. Im Prinzip fehlt uns ja noch ein Schlüssel, so für dieses eine lilane Ding da rechts unten auf der Karte. Im Südosten der Karte. Aber es könnte auch sein, dass das quasi der endgültige Layer, der endgültige Zugang zu ihr sein wird. Genau, das ist hier in Betrieb, das bringt wieder nichts. Weitergehen. Und dann fehlt hier noch, das muss hier in der Parallelstraße sein. Genau, und das ist auch in Betrieb. Okay, alles klar, dann haben wir alles herausgefunden. Weil ich könnte mir auch denken, also was ich jetzt gerade meine ist, wir haben den Zugang hier zu dem blauen und zu dem orangenen. Wir haben zwei orangene Zugänge und hier rechts unten war noch ein, ne, lila Zugang. Und zwei blaue Zugänge haben wir auch. Der eine blaue Zugang hat geklemmt, das heißt, wir können nur über den anderen rein. Und der lilane könnte ich mir vorstellen, dass dort dann Hannah sitzt, aber wir müssen erstmal über einen der anderen Eingänge so den lilanen Anschluss finden, um den überhaupt aufzukriegen. Okay, gut. Dann haben wir das abgeschlossen. Also, wir wissen zumindest schon mal, wo es weitergeht. Und jetzt will ich aber zuerst die Datenpakete auf 100% bringen. Und dann können wir unter die Erde verschwinden. Ja, ich gehe ja schon, mein Gott. Immer müssen die mich so fertig machen. So. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau. Und wir machen das jetzt auf 100%. Dachte ich mir, und direkt im Anschluss werde ich dann einfach so das nächstgelegene Abflussrohr mir nehmen und dann einfach da unten rein verschwinden. Und dann sehen wir weiter. Moment, noch kurz den Sniffer auspacken hier. Ah, geiler Shit. Zwei Überwachungskameras an diesem Süßigkeitenautomaten. What the fuck? Gibt's da irgendwelche Dialog? Es gibt da drin absolut nichts, was ich gern hätte. Ich habe mir noch nie das Logo angeguckt mit diesem... gelben Fuchs davor. Bingo oder Bindo. Bindo Dreams. Alles immer Träume. Manipulationen. So, wo bist du? Hier? Das Labor da drüben? Da drin ist ein aktiver Zugang. Seltsam. Ich habe noch nie jemanden dieses Labor benutzen sehen. Vielleicht warst du zu selten drin. Ein letztes Mal. Ich kriege schon Paranoia und sehe überall Warnsignale. 97%.
98. Geschafft. Ich habe alles. Puh. Juhu, Zoe! Scheiße. Alles verschlüsselt, genau wie Mira gesagt hat. Tja, ich habe keine Wahl. Ich muss wohl wieder zu Mira gehen. Okay, nice. Gut, gut. Haben wir beides. Haben wir beides. Dann, jetzt ist die Frage, wollen wir zuerst zu Mira latschen? Weißt du was? Ich glaube zu Mira, ich wollte gerade mit M die Karte öffnen. Ich glaube zu Mira, wir müssten hier irgendwo sein, können wir nach unten. Und Mira ist direkt neben einem der Zugänge, dann können wir bei Mira uns noch kurz das entziffern lassen und danach gehe ich unter die Erde. Ich bin mir halt nicht sicher, weil beides sind keine optionalen Ziele, das heißt, ich sollte keine Angst haben, dass eines der beiden Ziele früher oder später ablaufen wird oder irgendwie nicht mehr erledigt werden kann und bei mir aus dem Questlog verschwindet oder so, weil dann das Kapitel vorangetrieben wird, weil nicht optional daneben steht. Ich muss mich immer versuchen, konstant zu beruhigen nebenbei, wenn ich eine Quest weiter vorantreibe. Das ist so der Completionist in mir, weißt du? So auch aus den RPGs, aus Inerium war das ja sowieso besonders schlimm. Aber so die, für mich so dieses typische, so, ah, das angucken, das machen, darum kümmern und so weiter. Und dann will man zuerst alle Nebendinge tun, bevor man mit der Hauptgeschichte weitermacht. Und wenn man dann total ungewohnt irgendwie richtig viel von einer Sache macht, von einer Richtung es vorantreibt, dann hat man das Gefühl, man würde so viele andere Dinge verpassen die ganze Zeit. Oder würde an ihnen vorbeirasen oder was auch immer. So, warte mal, war sie hier? Genau. Jetzt ist die Frage, lässt mich der Scheißbot überhaupt da rein? Ist er schon fertig? Falls nicht, dann ist ja klar, dass wir zuerst zu Hanna müssen. Zu Hanna, meine ich. Ah, und wann kann ich durch, ohne dass irgendwas explodiert oder schmilzt? Wenn ich mit dem Scheiße... Na dann? Okay. Nochmal das Gleiche, er ist gerade beschäftigt. Warte, bis der Typ, bis der Scheißbot das repariert hat. Gut, das erklärt einiges. Und das müsste hier... Genau. Gut, dann gehen wir zuerst hier rein. Dann hat sich das hiermit erledigt. Siehst du mal, habe ich gar keine Panik mehr, dass ich irgendwas verpassen könnte. Wir können einfach hier rein. Und wenn wir rauskommen, wird er wahrscheinlich fertig sein. Geheimnisse. Oh, okay. Das sah aus, als ob gleich irgendeine Cutscene kommen würde oder sowas. Nette Cola-Dosen da auf dem Boden, da hatte sich jemand gemütlich gemacht. Dreckiger Hobo, Mann! Oh, hallo. Du siehst nicht so gut aus. Das ist das Mädchen, das ich auf der Straße gesehen habe. Sie steckt kilometertief in der Dreamtime. Oh je. Selbst die Libellen, selbst die Mädchen, die zu dieser Gang hier unter der Erde gehören, verkriechen sich unter die Erde, um in Ruhe ihre Dreamtime zu machen. Was willst du? Geh weg, lass mich träumen. Könntest du dich bitte von dem Ding abkoppeln und mit mir reden? Ich kenne dich nicht, lass mich in Ruhe. Ich muss irgendwie zu ihr durchdringen, es würde helfen, wenn ich etwas über ihre Beziehung zu Hanna wüsste. Erfahre von Abby mehr über Hanna. Können wir vielleicht noch mehr rauskitzeln, wenn wir noch ein paar Mal öfter sie ansprechen? Verzieh dich hier, du versaust mir meinen Traum. Okay, nein, ist immer das Gleiche. Ich muss mehr zu Abby wissen. Gut. Oder auch nicht so gut. Das heißt, bevor hier irgendetwas passieren kann, mal gucken. Vielleicht ist jetzt der Scheißbot weg, vielleicht kann ich auch Mira irgendwie dazu befragen. Oder die vergessen, wie sie heißt, die mir ursprünglich gesagt hat, dass wir da reinkommen müssen. Es sieht nicht so aus. Lasst ihr eintretet alle Hoffnung fahren. Ah, und Okay. Aber ich bin noch nicht außerhalb meiner Ideen. Wir können jetzt noch zum anderen orangenen Eingang. Und den einen blauen Eingang haben wir auch noch. Der letzte klemmt. Aber vielleicht hängen die orangenen Durchgänge auch so zusammen, dass sie so thematisch zusammenhängen. Weißt du, dass wir in dem einen orangenen Durchgang was zu erfahren zur ihr hier. Und dann beim blauen irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass wir
beim blauen Durchgang auf der einen Seite reinkommen und dann aus dem anderen Loch wieder rauskommen werden, dort wo es klemmt. Mal sehen. Bin gespannt, ich experimentiere gerne, gell? Wo war das jetzt hier? Das war, glaube ich, rechts an der Wand hier hinten. Der andere geheime Kanalisationseingang. Die Eye Agents. Hier gibt es nichts zu sehen. Die Eye of the Tiger. Hohoho. So. Steck es rein. Das Werkzeug passt ins Schloss. Aber das Ding bewegt sich nicht. Ich glaube, die Luke ist zugeschweißt. Oh. Okay, okay, alles klar. Dann... Umso besser, dann haben wir nur das hier. Dann gibt es nur noch einen einzigen Zugang, den wir testen können. Ich hatte das damals hier noch nicht getestet, weil ich noch nicht diesen Stick hatte. Sie halten den Verkehr auf. Gehen Sie weiter. Was für ein Verkehr, Junge? Hier ist nichts los. Ja, ich hatte damals noch nicht den Griff, diesen Stick gehabt. Deswegen konnte ich das hier noch nicht testen. Aber dann macht es vielleicht sogar ein bisschen Sinn, dass dieses eine orangene Schlüsselteil da noch in dem Deckel gesteckt hatte, weil... Vielleicht eines der Mädels auch versucht hatte, dort die Sache aufzumachen und dann hat es irgendwie geklemmt und dann hat sie es nicht mehr abbekommen, weil das irgendwie zugeschweißt und so. Keine Ahnung, I don't know. Also lass mich kurz sprinten zum letzten Ding. Ich fühle mich zwar ein bisschen beobachtet, wenn ich hier gleich reingehen werde, weil direkt nebendran einer der Eye-Soldaten mit einem... Maschinenlasergewehr irgendwas da unterwegs ist. Aber ja, mal sehen, wie das klappen wird. Lassen Sie das, Bürger. Genau. Sie sind im Begriff, eine terroristische Straftat gegen Regierungseigentum zu begehen. Ups. Ich bin befugt, tödliche Gewalt anzuwenden, sofern Sie dies nicht auf der Stelle unterlassen. Okay, dachte ich mir schon. Die Leute vom Ei sind überall. So viele von ihnen habe ich noch nie auf den Straßen gesehen. Gleich um die Ecke dort werden schwere Straftaten begangen. Ehrlich. Ich habe Order, diese Position zu halten. Gehen Sie weiter. Goddammit, ich will ihn ablenken. Gleich um die Ecke dort werden schwere Straftaten begangen. Ehrlich. Ich habe Order, diese Position zu halten. Vielleicht kann ich hier irgendwelche schweren Straftaten begehen? Verlässlich, fade, tot. Nicht im wörtlichen Sinn, im politischen. Vielleicht kann er hier irgendwie... Was darf ich Ihnen geben, Lady? Ahoi, kann ich die Bestellung haben? Dalli Dalli. Sieht nicht so aus. Okay. Erfahre von Abby mehr über Hannah. Ach, da steht sogar, von wem ich mehr erfahren muss. Das habe ich erstmal gar nicht realisiert. Ich dachte... Nee, doch, das stimmt. Hannah ist das Mädchen, was ich insgesamt am Ende erwischen muss quasi. Und Abby ist die eine in der Dreamtime. Aber Abby ist nicht ansprechbar. Warte, ich will jetzt mal kurz zu dieser... Ich hoffe, sie ist noch da. Die ich vor dem Psychologenbesuch hier draußen getroffen hatte. Ah, sie ist nicht mehr da. Ich wollte die hier nämlich nochmal drauf ansprechen, ob sie irgendwas über Abby weiß. Aber sie steht auch nicht mehr hier rum, okay. Jetzt wird's knifflig. Ich wollte den Wagen da an der Seite benutzen, um... Also ihn ansprechen, dass er vielleicht irgendwie ein bisschen Lärm macht oder so, weil ich dachte, das wäre ein Hinweis mit diesem ums Eck passieren irgendwelche Straftaten oder so. Aber wie es aussieht, hat das nicht so ganz geklappt. Sie sehen heute absolut strahlend aus. Hätten Sie eine Minute Zeit für mich, damit ich Ihnen von der neuen Warty Dream Machine erzählen kann? Bäh, wie nervig. Ich frage mich, was passiert, wenn ich um das komplette Verkaufsgespräch bitte. Das hat bestimmt noch nie jemand gemacht. Moment, Langfassung. Vielleicht kann man hier irgendwie den Roboter dazu zwingen, dass er überhitzt oder irgendwie sowas, wenn er alles erzählt. Keine Ahnung, Grasping Straws. Ich versuche gerade, irgendwelche Möglichkeiten zu finden, die Wache abzulenken. Langfassung? Ja, ich habe tatsächlich eine Minute Zeit und ich würde gern mehr über diese Dream Machine erfahren. Bitte erzähl mir alles. Lass nichts aus. Die neue Dream Machine von Warty liefert sichere und produktive Unterhaltung, allein oder gemeinsam mit Freunden. Wartys offizieller Dream Store bietet ein breit gefächertes Angebot an Designerträume, zugeschnitten auf alle Bedürfnisse und Wünsche, auch reifere Träume für erwachsene Träumer. Mit der neuen Dream Machine können Sie aus fertigen Vorlagen und einfach zu verwendenden Bausteinen auch leicht eigene Träume erstellen. Und bei Version 3.0 des Dream-Betriebssystems brauchen Sie nur noch Ihre intimsten Wünsche zu enthüllen. Und im Nu wird ein personalisierter Traum für Sie erstellt.
Die Dream Machine von Morty ist ihr Tor zu einer Welt unendlicher Vergnügungen und Dienstleistungen. Mit der neuen Morty Dream Machine brauchen sie ihr Zuhause nicht wieder zu verlassen. Sie haben Hunger, Durst, benötigen ärztliche Hilfe. Ein einfacher, sublokalisierter Befehl öffnet ein Fenster zu Mortys KI-Kundendienst und sie erhalten, was sie brauchen. Die neue Dream Machine von Morty ist all das und mehr. Bestellen Sie jetzt. Sagen Sie einfach, ich will träumen. Und nennen Sie Ihren vollständigen Namen und Ihre Bürgerkennnummer. Morty Corp haftet nicht für Verletzungen oder Personenschäden, die Sie oder andere in Ihrem Haushalt erleiden könnten, falls Sie längere Zeit an die Dreamtime angeschlossen bleiben. Morty Corp behält sich das Recht vor, Ihre Träume und privatesten Wünsche mit ausgewählten Partnern zu teilen. Meiden Sie bedrohliche Bewegungen, schlechte Gesellschaft. Ich habe schon einen Dreamer. Trotzdem vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Ich finde gerade keine Möglichkeit, ihn abzulenken. Ich habe ums Eck geguckt, ich habe meine Inventar-Items an ihm ausprobiert. Ich habe gerade eben auch versucht, die Kryptowährung an ihm zu benutzen, so nach dem Motto, ihn bestechen zu wollen. Ich weiß nicht, ob das so gut ausgegangen wäre, aber ich wollte es mal testen. Ich frage mich, was... Ja, ich habe tatsächlich einen... Warte, ich habe noch eine andere Idee bekommen. Jetzt vielleicht? Wow, okay. Wisst ihr, woher ich die Idee gerade bekommen hatte? Weil die Idee war die richtige, aber ich habe falsch gedacht. Ich habe mich inspirieren lassen, sage ich mal. Weil ich habe dran gedacht, dass ich vielleicht mit dem Bot, mit dem, was er zu reden hat, die Wache ablenken könnte. Aber ich habe nicht dran gedacht, dass die Werbetafel, die unten aus dem Bot rausfährt, dass die Sicht auf die Kanalisation verdecken könnte. Boah, ich war so nah an der Lösung, aber ich hab's nicht ganz geschafft. Jetzt stelle ich gerade hier fest, ey, check this out. Gut, und ich muss sagen, ich habe da oben jetzt mir nicht so lange Gedanken gemacht mit der Lösung, weil Dark Souls 3 ist rausgekommen und ich werde gleich später noch weiter streamen. Ich brauche das. Ich muss schnell vorankommen. Das ist aus unseren Träumen, genau die beiden Gestalten aus unseren Träumen. Halt. Sind das etwa Zeichnungen der Berge aus meinen Träumen? Und dieses Wesen, der Oola, wie ist das möglich? Wie kann Hannah von meinen Träumen wissen? Na, wir wissen doch nicht, ob das hier dran Hannas Basis ist oder einfach nur von irgendeinem der Mädchen. Aber trotzdem, genau das Gleiche. Also scheint es irgendeine Vision zu sein, die sich mehrere von uns teilen? Mal sehen. Sieht nicht sehr bequem aus. Armes Mädchen in solchen Verhältnissen zu Hause. Dreamer-Konsolen. Was macht Hannah mit den ganzen Dream-Machines? Ich habe irgendwie verpasst, dass das hier das Versteck von Hannah sein soll. Ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ach, guck mal, da unten ist, glaube ich, Makuria, oder wie es heißt. Da sieht man die ganzen Häuser. Aus der Fantasiestadt, wo wir vorher waren. Ach so, Fort Hannah, deswegen wohl. Deswegen hat sie, als sie runtergegangen ist, hier zur Seite geguckt. Ich habe dann irgendwie das nur als Gekrakel erkannt. Fuck the eye, steht da, yeah. Vor Hannah, süß. Gut, so viel zu dem Thema. Das würde erklären, warum sie das weiß. Da musste jemand aber schnell weg. Sind das Nelas Würstchen? Ich hoffe, Hannah hat nichts davon gegessen. Die wurstigen Konsequenzen. Elektronikteile. Keine Ahnung, was das sein soll. Ein Foto von zwei Mädchen. Oh. Das ist das Mädchen, das ich vorhin gesehen habe. Und die andere... Hannah. Ist das Hannah? Sieht so aus. Sie passt zu Nelas Beschreibung. Können wir es noch ein bisschen näher angucken? Naja. Abby und Hannah forever. Abby und Hannah für immer. Das Mädchen mit dem pinkfarbenen Haar ist Hannah. Die andere muss Abby sein. Pink? Sieht aus, als wären sie gut befreundet. Okay, alles klar. Interessant. Ich hatte schon, ich wusste gar nicht, ob das vorher auch schon mal möglich war. Aber, siehst du mal, gut zu wissen. Die redet da oben immer noch. Nice. Nee, aber...
War das schon mal irgendwann anders bei irgendeinem anderen Gegenstand, dass man ihn erstmal wenden und drehen musste, damit man mehr Informationen bekommen hat darüber? Ich weiß es nicht mehr. Aber coole Sache. Gut, dass ich dran gedacht habe, mir das ein bisschen näher anzugucken. War jetzt eigentlich mehr Zufall und Neugierde als alles andere. Aber umso besser. Okay. Also, ab in den Boden. Jetzt haben wir etwas, womit wir vielleicht so ein bisschen eine Connection aufbauen können zu dem Mädchen. Und dann werden wir weitersehen. Ich habe irgendwie zuerst gedacht, dass so ein gewaltiges Abwasser- und Lüftungssystem unter der Erde ist. Aber das sind eher nur so kleine Ritze. Zugangsschächte. Hey Mädel, ich habe hier was gefunden. Kennst du sie? Du bist eine Freundin von Hannah, stimmt's? Was? Auf dem Bild sieht es so aus, als wärt ihr gute Freundin. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Jetzt geh endlich. Hannah ist in Schwierigkeiten und du musst mir helfen, sie zu finden. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wir sind nicht mehr befreundet. Was ist denn passiert? Sie wollte, dass ich aufhöre, die Dream Machine zu benutzen. Sagt, ich sei krank, ich sei süchtig. Sie war meine beste Freundin. Mehr als das. Aber jetzt? Ich habe sie ewig nicht gesehen. Als ich sie das letzte Mal gesprochen habe, war sie nervös und hatte Angst. Warum hatte sie Angst? Das wollte sie mir nicht sagen. Sie hat gesagt, sie müsste eine Weile verschwinden. Sie hat ihr Nest verlassen und sich ein anderes Versteck gesucht. Ich weiß nicht wo. Ich glaube, sie hatte Angst, die würden sie loswerden wollen, wenn sie mit dem Job fertig sei. Wer sind die? Weiß ich nicht, klar? Ich hab's ja schon gesagt. Seither habe ich sie nicht mehr gesprochen. Und du hast keine Ahnung, wo ich sie finden könnte? Vielleicht hat sie dir gegenüber irgendwas erwähnt, einen Ort, wo sie sich verstecken könnte. Ey, habe ich ja schon gesagt. Nein, ich... Es gab da noch ein Nest am Ende des Backsteinviertels. Sie hat mich da mal mit hingenommen. Sie nannte es ihre Geheimhöhle. Niemand geht da rein. Man braucht einen anderen Schlüssel dafür als für die anderen Schutzräume. Als sie nicht hingesehen hat, da habe ich mir einen Schlüssel geschnappt, der da rumlag. Falls ich mich mal verstecken müsste. Vielleicht ist Hannah ja dort. Aber ich weiß es ehrlich nicht. Bitte lass mich jetzt allein. Wo ist der Schlüssel? Ich habe keine Ahnung, verflucht nochmal. Er liegt hier irgendwo, ich weiß es nicht. Kann ich jetzt zurück in meinen Traum? Die Dream Machines, die sind gefährlich. Ich halte sie für gefährlich. Du solltest sie nicht benutzen. Was soll ich denn sonst machen in diesem Rattenloch? Jura studieren? Oh, und jetzt verpiss dich in dein plüschiges Leben da oben und lass mich in Frieden. Oh je, Abby. Oh je, oh je. Lass uns mal ein paar Kisten hier durchsuchen. Oh, fertig. Nice. Gut, das ging fix. Dann, ich hab schon eine Idee. Jetzt macht es sich bezahlt, dass wir schon vorher überall rumgelaufen sind. Ich wollte sowieso erstmal alle Ausgänge analysieren, um dann zu gucken, ne, was uns so zur Verfügung steht. Und dadurch weiß ich jetzt ganz genau, wo wir als nächstes hinlaufen können. Alles klar. Das Schweißbord ist immer noch beschäftigt. Ich find's immer noch ein bisschen so, ehrlich gesagt, witzig schon fast, dass diese Zugänge, die zu den Lüftungsschächten so in der Öffentlichkeit vor so vielen Leuten sichtbar sind und scheinbar noch niemand außer den Mädels da so auf die Idee gekommen ist, denen mal zu folgen oder irgendwie sowas. Und Glück gehabt, dass keiner der Ei-Soldaten das gesehen hat. Nur das da hinten ist ein bisschen weiter abseits. Deswegen wahrscheinlich auch erst extra Geheimversteck. Extra nochmal geheim versteckt. Ne? Deswegen auch der Name, macht Sinn. Steck es rein. Yo. Sehr gut. Ja, und dann sehen wir jetzt wahrscheinlich mal Hannah. Wie sieht's aus?